schaut denn jetzt eigentlich die Stahlproduktion aus, die ich hier aufgebaut habe? Kommt die jetzt irgendwie hin? Immer noch nicht! Das gibt's doch gar nicht. Es funktioniert ja prima bei dir, Zwerg. Ah, ich weiß nicht. Ja, unsere Stone Bricks sind scheinbar auch komplett am Limit aufgebraucht. Ich krieg zumindest keine mehr. Ich würde sagen, ist schon wieder am Limit. Auf zum nächsten System und dort neu versuchen, ja. Ich mache doch, ich bin aus dem Zwergsystem geflohen, weil da keine Energie war. Ja, und jetzt hocke ich im Partybärtchen-System, ja, und habe auch keine Energie. Also ich habe Energie. Ja, das ist ja die Peanuts im Vergleich zu dem Verbrauch hier. Ja, das ist wirklich Peanuts. Aber ich finde es seltsam, oder, also man sieht den... Es sind, ich meine, der Ring ist riesig, das muss man schon auch sehen. Ja, und da sind nur 1300 Solarsegel, vielleicht ist er deswegen kaum am Himmel sichtbar. Weil die anderen haben das immer ist wirklich viel, viel schlechter, ja. Also ich sehe den auch kaum, kaum. Ich könnte. Also von dem Planeten, wo ich jetzt bin, siehst du gut, aber weil ich genau mittendrin bin und quasi, glaube ich, ziemlich am Rand von dem. Ich überlege gerade, ob wir die Farbe von dem Ding ändern sollen. Dass man die ein bisschen besser sieht bei dem Blau. Giftgrün. Giftgrün? Kein Problem, es ist giftgrün jetzt. Aber sieht tatsächlich, deswegen... jetzt siehst du es aber auch viel besser. Ja? Ja. Also hebt sich ordentlich hervor vom dunklen Hintergrund. Also ich sehe es. Ich giftgrünen Punkt herumfliegen. Ich sehe es gar nicht von mir aus. Ich bin vielleicht einfach auch zu weit weg. Doch, jetzt sehe ich es ganz leicht. Minimal, ja. So. Ich mache einfach weiter. Als ob ich genug Energie hätte. Wir tun einfach so, als hätte ich diese Energie. Gar keine Müdigkeit das Tier aufkommen lassen, sondern wir tun einfach so, als hätten wir das. Ja. Am Ende sagen wir einfach, Parzi wird schon richten. Genau. Nein. Ich weiß gar nicht, was er jetzt sagt. Ne? Nein, einfach. Nee, wie kann er nur? Wie kann er nur? Wie aus er sieht, wie rum er läuft. Ja, hallo, Code Blue. Man entschuldige meine Verspätung. Code Blue. Du hast ja die Dose ausgepackt. Die Dose? Ja, also du klingst schauderhaft. Ja, gar gräuseligst. Ich weiß nicht, warum ich gräuseligst klinge. Du klingst, als wärst du über irgendeine Webcam Ich habe im letzten Stream mal wieder die Webcam ausgepackt. Ja, so hört sich das ungefähr auch an, als ob das Webcam-Mikrofon Vollgas drin wäre im Game, ja? Jetzt ist besser, oder? Oh, Gott sei Dank. Oh ja. Oh ja. Es macht mich schon ein bisschen glücklich jetzt, ne? Ja, also glücklich bin ich auch. Ja? Bin sehr glücklich. Echt? Seid ihr auch glücklich? Bisschen? Oh ja. Ja. Und was macht dich so glücklich? Viele, viele, viele Dinge, die ich noch nicht ganz selber verstehe, aber die machen mich erstmal glücklich. Das kenne ich. Kennt man, oder? Du schreibst mein Leben eigentlich. Ja, so. Echo Blue, ich habe unser Stromnetz auf Mirzam 5 komplett zerlegt, ne? Also jetzt geht gar nichts mehr. Wieso dachte ich mir das schon? Wieso war mir das klar, dass das passieren wird? Ist kaputt jetzt. Das mit den Blueprints ist einfach nicht gesund für dich. Nee, das geht viel zu einfach.
Aber dafür produzieren wir jetzt wenigstens mal ein bisschen Stahl. Es muss irgendwas gut, irgendwas, für irgendwas gut muss es ja sein. Aber auch nicht viel, also nicht mal richtig gut viel, aber ein bisschen besser auf jeden Fall. Na, Cold Blue, und? Wie ist so die Lage bei dir? Ja, die Lage ist erstmal gut. Das ist schön. Ja, doch, mir geht's gut. Ich ich weiß nicht. Hat jemand was Gegenteiliges behauptet? Ich will es nicht hoffen, aber. Okay, gut. Ja, so. Mir auch ein wichtiges Anliegen. Schön. Ja. Ich bin ja jetzt irgendwann mal einen Planet weitergeflogen hier, ne? Ja, ich hab's gemerkt, dass du einfach fort warst, ja. Einfach auch mal weggegangen. Einfach auf eigene Faust. Hatte, ne? Nicht immer dem Chef hinterher. Hat dich dieser Strommangel weggetrieben? Lag's daran? Man ich versucht nicht, ja so ein bisschen. Ich hab hier keinen Strommangel bei mir. Ich hab hier vielleicht einen Strommangel, aber einen Strommangel habe ich nicht. Also ich verstehe das nicht, warum bei euch da einfach kein Mangel ist. Weil wir einfach gescheit uns drum kümmern, dass Versorgung da ist. Ich mach das auch, ich baue hier eine riesen Dyson-Sphäre auf dem Parzi-Horizont. Irgendwann mal, meine ich. Also eines Tages, irgendwann in ferner Zukunft, wird hier eine riesen Dyson, also wird eine wahnsinnig große Dyson-Sphäre hier entstehen, da bin ich mir sicher. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, Koblu, ich habe es ja anbeiden gerade schon gesagt, es wäre gar ein Träumchen, wenn ihr die Grundbarren im Blick behalten könntet heute. Also ja. Eisenerz, Eisenplatten, Kupferplatten, Titanium und Silizium. Wenn ich da nicht reingucken muss, dass der Verbrauch passt, das wäre absolut hervorragend. Dann mache ich ja jetzt erstmal alles richtig. Gut. Also Anmerkung 1, die Schmelzer werden jetzt automatisiert produziert, die Arc Smelter 1, die könnt ihr anfordern. Geil. Nice. Und ich werde dann, weil ich hier auch viel Titan auf dem Planeten habe, eine große Titan-Ingot-Schmelze hinlegen. Ja, das klingt gut. Titan, also wie gesagt, alle Grund, also wenn wir irgendwo im theoretischen Maximum irgendwo drüber liegen, einfach nachgeben. Das wäre sehr schön. Du hast gesagt, wie viele von den Smeltern gibt es denn aktuell, weißt du das? Reicht das für dir eine Lieferung? Also ich baue mit 9 Maschinen. Und er hat jetzt auf Lager 89, dauert noch ein bisschen 40. Ja, dauert noch ein bisschen. Okay, dann. Ich werde aber die Min-Load der Vessels auf 10% machen. Das heißt, ja, weil 80 Smelter sind ja durchaus was, wo man sich schon mal freut. Ich freue mich. Oh ja, die ersten 80 sind noch gerade schon abgeholt worden. Okay, das ging wahrscheinlich zu Parzibert. Ja. Es geht zu mir. Ich komme bei mir an. Das freut uns doch. Ach nee, was brauche ich denn? Gut, dann warte ich, bis die kommen. Und dann produziere ich. Sorter kann man mittlerweile mit Mark 2, hat Cold Blue, glaube ich, mal auch irgendwann gemacht, ne? Nein. Boxhorn, ja. Nein. Nein? Nein. Also Mark 1 habe ich mal gemacht, also. Sorter auf keinen Fall. Sicher? Die Greifarme, von denen reden wir, ne? Naja, auch die nicht. Bist du sicher? Ja. Ich hab jetzt nicht unendlich viel bis jetzt gebaut in meiner Dyson Sphere Karriere. Mhm. Das gehört da nicht zu. Okay, verstehe. Dann nicht. Dann halt nicht. Cold Blue.
Zwerg klingt bockig. Dann halt nicht. Dann halt nicht, Code Blue. Also mein Stahl, der hier produziert wird, der wird sehr sauber abgeholt, sehe ich gerade. Das klappt ganz gut. So. Parzi, forderst du weitere Smelter an? Oder hast du nur die eine Lieferung gebraucht? Mute-Bert? So, 200 habe ich eingegeben. Ich dachte, ich bin nicht mute. Wir sollten, ich bin dafür, dass wir eine Petition starten, um Parzi endgültig umzubenennen. Vielleicht schreibe ich mal meinem Partner-Support. Und frag mal nach, ob man das einfach machen kann. Einfach morgen eingeloggt und nicht mehr Parzi-Bert, sondern Mute-Bert. Ja. Nee. Sorry, das jetzt. Ich weiß nicht, was das soll, Parzi. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube mir, es lässt mich auch an vielen Stellen ratlos zurück. Ja. Wieso bist du jetzt einfach so? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Energie und es macht mich einfach so unleidlich. Ja. Das ist wie wenn du Pudding willst und keinen kriegst. Das ist unmöglich. Einfach kein Zustand. Seitdem ich erwachsen bin, ist das nicht mehr so ein Problem. Was? Du machst irgendwas falsch in deinem Leben, einfach, weißt du? Irgendwas stimmt doch da nicht. Aha, jetzt krieg ich auch mal. 81 sind auf dem Weg. Oh, herrlich. So, dann kann ich mal in der Zwischenzeit... Nein, Parzi-Mute. Parzi-Mute. Nee, Bert muss bleiben. Ja, das ist ja legendär mittlerweile. Ja. Mutie-Bert. 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 Oh, es kommt mehr Energie an. Was? Wo kommt denn die her? Na, von oben. Ah. Gut. Ja, wir feuern auch tatsächlich mal wieder so. Aber sind die Smelter schon hier? Sind noch nicht hier, das dauert halt. Das dauert lang, ja. Ja. Ja, ich bin hier so ein bisschen am Arsch des Universums, fürchte ich. Das... Ja, ein bisschen am anderen Arsch. Mhm. Also, das ist vollkommen egal. Sind alle am Arsch des Universums. Und der gesamte Star Cluster produziert insgesamt zu wenig Energie, sehe ich gerade. Ja, jetzt dreht es auf dem gesamten Star Cluster. Der Star Cluster ist schuld, ja? Ich kann da gar nichts dafür. Es ist der Star Cluster. Ja. Daran wird's wohl liegen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier diesen Teil fast fertig, oder? Also Stahl kriege ich gerade halbwegs in den Griff. Das klappt jetzt schon. Hat halt ein Viertel Planeten quasi gefühlt gebraucht, aber ja. Kriegen unseren Verbrauch hin. Wie wäre mal ein Energiefokus? Entschuldigung, Chat, was wollt ihr denn von mir? Ich gebe die Energie doch aus. Ich fokussiere mich doch aufs Ausgeben von Energie. Was soll er denn sonst noch alles machen? Ja, wirklich. Um alles muss ich mich kümmern. Habe ich wirklich Mitspieler? Fragezeichen. ja, ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz festhalten, ja. Als Code Blue und Parzibert mir geholfen haben, die Energie in den Griff zu bekommen, lief's besser. Soweit jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Das sehen wir in den x-ten Streams. Was soll denn das jetzt? Jeden Stream das gleiche. Zwerg besiedelt einen Planeten, Zwerg hat keinen Strom.
Ja. Zwerg fliegt zum nächsten Planeten. Zwerg hat keinen Strom. Ja. Zwerg fliegt zu einem Planeten, der vorher von jemand anderem gut aufgebaut worden war und bringt das Energienetz um. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Das ist mein Leben einfach. Ich plündere schon mittlerweile die Schmelzen, um genug Stuff zu haben, um hier alles zu machen. So. So. Ich konzentriere mich auf die Energieproduktion. Schau mal, ich hab eine Dyson-Sphäre geplant. Noch mehr kann ich ja gar nicht tun. Zwergi, wenn du auf diesem Bild, auf deinen Bildschirm schaust, dann ist da so ein rotes Dreieck mit einem Blitz drauf. Ja. Das bedeutet meistens zu wenig Energie. Ich verstehe das nicht. Und ich habe immer gedacht, das heißt, es ist alles voll gut. Ja. So. Mach mehr Spaceports, dachte ich, steht da. Ja, noch mehr. Noch mehr Ports. Egal, was du tust, einfach nur noch mehr. Noch mehr. Ich fick gerade mit den Sätzen auf hier, dass die Smelter einfach immer noch unterwegs sind. Ja, wir sind jetzt unter 10% Energie, ich weiß. Ja, was haben wir denn für 143 Megawatt und 1,48 Gigawatt Verbrauch? Das ist doch völlig normal für einen Planeten. Macht ihr das etwa anders? Guck mal, jetzt gibt's gleich Orbital, wie heißen die Dinger? Satellite Substation Dance. Die fliegen immer hoch und wieder runter. Und wieder hoch und wieder runter. Man merkt, wenn die Schmelze anläuft, ne, das zieht schon ordentlich am Netz. Das ist auch ein ordentlicher Knick in der Produktion. So. Nukula. Was? Ich mache jetzt Folgendes. Ich baue jetzt hier oben einfach Sachen. Manchmal muss man auch mal Sachen bauen. Ich finde, Sachen bauen ist auch einfach wichtiger. Haben wir da noch. So. Kupfer ist wirklich von der gesamten Produktion quasi so ein Stiefkind. Ich werde als eine der nächsten Sachen auch Kupfer hier melzen. Man lasse mir Zeit. Nee, ich meine generell, Kupfer ist das braucht irgendwie keiner und macht irgendwie keiner. Ja, also fördern tue ich's, aber das ist dann auch schon alles. Ja, Kupfer ist so eine Sache. Das hast du ewig lang, geht das richtig gut. Ja. Und plötzlich denkst du dir so, wo ist eigentlich unser Kupfer hin? So. Ja. Was war denn eigentlich jetzt noch mit dem Kupfer los? Ein neuer Zwerg ist in Berlin. Reben 10819 schenkt einen Sub an Sedaro. Dankeschön für den Verschenken an Sedaro im dritten Monat, Raven. Dankeschön. Der Kupfer geht eigentlich, ne? Ja, das geht immer. Eisen ist schlimm. Also Eisen sieht mir schlimmer aus. Wie schaut so Eisen aus? Ich will da gar nicht hingucken eigentlich. Also, wir reden vom theoretischen Max. Da steht zumindest bei mir. Ich weiß, bei mir ist es immer ein bisschen komisch. 60.000 produzieren und 75.000 nehmen, theoretisch. Das steht bei mir auch tatsächlich, ja. Okay. Ist ein bisschen schlecht vielleicht. Ja. Beim Kupfer sieht es andersrum aus. Ja, Kupfer geht immer, ne? Kupfer geht immer gut. Kupfer geht immer. Aber Eisen ist jetzt so ein richtig böser Mangel entstanden, ne? Mhm. Schauen wir mal. Hab ich Eisen?
5 Millionen. Ist jetzt nicht so viel. Aber du brauchst das gar nicht. Ich brauch das gar nicht. Nein, du kannst einfach Eisenerz über einen Spaceport anfordern und in Eisenbarren umwandeln und ins Netzwerk schmeißen, weil wir haben 20.000 in der Produktion zu viel. Pro Minute. Jo. Abgebaut wird das Zeug eigentlich ziemlich stabil. Das Problem ist wirklich nur das Verhütten im Moment. Ja. Okay. So, ich schaue mir als nächstes dann Titaniumglas an. Da werde ich was für brauchen. Glas, Titaniumbarren und Wasser, okay. Gut, das ist meine nächste Baustelle. Aber vorher brauche ich noch was anderes. Er sagt der Chat einfach wieder mal nichts, dass ich das Falsche angeschlossen habe. Er ist einfach wieder schweigend. Machen Sie den Schweigefuchs? Ja. Verstehe. Der schweigsame Chat. Ein neuer Zwerg. Verstehe nicht. Sonst fällt Ihnen alles auf, aber das wieder nicht. 1089 schenkt einen Sub an Tungus Kevent. Dankeschön, Raven, für den verschenkten an Tungus im vierten Monat. Baue deinen Planeten voll mit Solarzellen und mache am Äquator so, zwei bis drei Aufladestationen. Schau mal, ich mach grad. Bin grad dran. Juhu, Verhütung! Wir wollten dir nicht ins Gameplay fallen. Bitte? Welches Gameplay? Als ob der Jitter jemals Rücksicht drauf genommen hätte. Ja, wirklich. Was soll denn das? Ey, dümmere Ausrede ist mir auch nicht eingefallen. Die erste Eisenplattenproduktion steht. Gut, Great a Blueprint. Also wenn ich was drucke, ist ja. Das dann auch ein Blueprint? Ja. Ja. Ein Code-Blueprint dann, meinst du? Mhm. Also ich sehe das schon so. So. Titan. So, Titaniumglas ist das einzige, was mich gerade aktuell interessiert. Hier, und dann machen wir das als nächstes. Tana, wunderschönen guten Abend, hi. Sie können Energieminister werden, Problem totschweigen. Was soll denn das? Der Chat sagt, ich schweige mein Energieproblem tot. Das stimmt gar nicht, ich kommuniziere das ganz offen. So, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist doch jedem klar, das muss man doch nicht extra ansprechen. Jetzt schon demnächst mit der Iron Ore einfach zu wenig werden. Um Iron Ore meinst du? Ja. Nein, das geht gerade so. Also du hast recht, es könnte bald enger werden, ja. Ja. Also wie Code Blue gerade aufbaut oder Zappes oder ihr beide oder alle drei? Ja, ich weiß gar nicht. Wir bauen wahrscheinlich gerade alle Eisen auf. Nee, ja. Ich habe mich jetzt um Titan und Kupfer gekümmert und als nächstes kommt Silizium. Also wenn ich jetzt so mal gucke, wir haben 10.000 Eisen-Ingots pro Minute zu wenig. Und wir haben jetzt noch 16.000 Eisen-Erz
in der Produktion pro Minute zu viel. Das wird nicht ganz aufgehen, aber das ist nichts, was man nicht mit einer Mark II-Mine innerhalb von 5 Sekunden lösen könnte. Ja, ich habe gesagt, das wäre nicht das Problem. Auf dem Planeten, wo ich jetzt gerade die Eisenfabrikation aufbaue, habe ich 107 Millionen Eisen vorgenommen. Ja, gut, das ist, oh, ist nett. Das ist also ziemlich geil. Ich nutze ja jetzt nur das Eisen, was jetzt da in den Lagern herumliegt, damit das nicht verschimmelt. Schimmel! Und dann durch halt die Drohnen herumfliegen lassen und auch noch zu sich auffüllen. Ich habe ein logistisch kleines Problem, fürchte ich. Okay, jetzt muss es gehen. Also, Smelter zu automatisieren, ne, das ging jetzt so richtig schnell, aber das war echt eine hilfreiche Idee. Auf jeden Fall. Apropos hilfreich, wisst ihr, was super hilfreich ist? Kennt ihr das SCADIS von IKEA? Ja. Nee. Ja. Dann für die, die es nicht kennen, das ist so ein Packboard, also was man an die Wand hängt, gewissermaßen eine Platte. Und die hat so längliche Schlitze drin, wo man Sachen reinhängen kann, so Haken und Halter und so Gedöns, ja. Mhm. Ist der absolute Renner unter den ganzen 3D-Print-Fuzzis, weil man sich als super leicht selber für dieses SCADIS-Board Halter für alles Mögliche basteln kann. Ey, ich bin momentan dabei, alles bei mir hier links neben mir an die Wand zu hängen. Ich habe die Katze schon ausgemessen, ich schwör's. Dieses Ding ist so cool, also das kann ich wirklich definitiv empfehlen. Da kostet irgendwie so ein blödes Brett, Alter, kostet 15 Euro beim IKEA. Ja, ja, ganz easy. Ne? Null Thema. Ist echt super billig und so praktisch, so gut. Aber wenn die Katze drin hast, dann machst du ein Foto. So. Ich bin interessiert. Ja, so gut. Also vom Zustand ohne Katze habe ich ja, glaube ich, sogar schon ein Foto heute in den Chat gedengelt. Oh nee, das habe ich noch nicht gemacht. Da muss ich ja glatt nochmal im Discord ein bisschen angeben. Unbedingt. Meiner Treu, das hätte ich halt fast nicht getan. Was? Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Ausrufezeichen Discord. Für alle, die noch nicht drauf sind. Und für die, die dieses Bild sehen wollen, die müssen dann in Unterthemen gehen und da das Unterthema 3D-Druck. Großartig, das ist ein großartiger Bereich. Nicht. Ich stöber da immer wieder drum. Einfach nur, weil ich es schön finde, was so für Ideen da so gepostet werden oder selber gemacht werden auch. Das schön. Ich euch auch. Finde ich, sind einer, ne? Ja. Find's auch immer total schön, dass wenn ich da was poste, dass ich vom Zwerg immer ein Herzchen kriege. Immer. Das ist total süß. Ja, doch. Ja, eigentlich wirklich immer. Das stimmt, ja. Das ich mach das. Sehr zuverlässig. Ich kann nicht immer antworten, weil mir dann ab und zu auch einfach die Zeit fehlt. Aber wenn ich was lese und finde das gut, dann mache ich da ein Herz drunter. Finde ich voll super, reicht ja völlig aus. Ne? Ja. Dann weiß hat jeder. Ich davon, wenn jemand drunter schreibt, Herzchen, fand ich gut. Ja, ich schreibe ja auch Herzchen, fand ich gut drunter, wenn es drauf ankommt. Also, ich bin ja immer offen. Jeder mal in Discord gehen und da unter den letzten Beitrag von Zappes Herzchen finde ich gut schreiben. Ja, Herzchen finde ich gut. Alle jetzt auf dem Zwergs in Discord und darunter das schreiben. Das finde ich brillant. Ja. Ich finde das eine großartige Idee. Also wie viele sind gerade bei dir Zwerg im Stream? 87. Also wenn ich jetzt dann nicht das bei mir. Also wenn ich das jetzt dann nicht so oft auf diesem Discord lese, dann bin ich enttäuscht. Mindestens so oft. Ja, ich habe den Discord von dir gerade offen, Zwerg. Also ich bin jetzt da gespannt.